begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Dropacher Johann, die Leute kennen mich unter Nature Hounds. Und in dem Video geht es um Futterboote, Auslegeboote. Ich bin jetzt gerade auf einer Schottergrube bei mir in der Steiermark. Ist jetzt nicht die typische Schottergrube, die was zusammenfällt oder fällt wie eine Badewanne, sondern was ich von früher auch weiß, hatte vereinzelt Plateaus drinnen und die Kanten verlauft ein bisschen, also nicht geradlinig zum Ufer. Und dadurch, dass das Panama-Futterboot ein Echolot dabei hat, werde ich jetzt einmal mit dem Futterboot eine Runde drehen, mal die Kanten einmal anschauen und ich nehme mich jetzt einmal mit und ihr seht das jetzt eh im Video, was jetzt passieren wird, was kommen wird. Ich sage einmal in dem Sinne wieder, bis später. So schaut das gute Teil aus, kann man sich in jedem Design selber machen lassen, wie man es gerne hätte. Natürlich mit Fernscheinwerfer, dass man auch in der Nacht was sieht. Zusätzlich da vorne ein kleiner Scheinwerfer und hinten auch links und rechts eben einmal mit einem roten Licht und auf der Seite da einmal mit einem grünen Licht, dass man die Seiten kennt, wenn man in der Nacht auslegt. Das Tolle daran da unten ist natürlich auch der Metallrahmen, wo der Propeller wirklich auch geschützt ist vom Boot. Da vorne, wie schon besprochen oder wie vorher auch gesagt im Video, ist ein Echolot, wo man wirklich einen super Blick am Untergrund hat. Das Echolot ist schon ein bisschen dreckig, weil ich es jetzt schon gebraucht habe. Ich habe es ein bisschen aufputzt beim Auslegen. Schaut so aus. Natürlich, dass die Frequenz und auch auf wirklich eine gute Distanz, sage ich jetzt einmal von 250 Meter, habe ich es jetzt ausprobiert. Hat überhaupt keine Probleme mit der Übertragung. Das Geniale ist das, wenn man noch ein Stativ hat, braucht man da nur das Stativ. Das ist eine genormte Schraube fürs Stativ. Kann man sich das noch wirklich im Stehen auch in jeder Höhe positionieren, dass man einen super Blick drauf hat und auch einen super Blick auf sein Boot. Wenn man das Boot lenkt mit der dazu gelieferten Fernbedienung, ist total, was mir wichtig ist, total simpel aufgebaut, eben mit Licht links, rechts, Suchscheinwerfer, hinten die Box eben zum Aufmachen, zum Haken ablegen und wie gesagt auch die Steuerung. Das Ganze ist super verbockt, was mir auch sehr wichtig ist, vor allem da hat man noch ein so schönes, teures Boot und dann transportiert man es im Auto und dann zerkratzt sich die ganze Geschichte. Finde ich sehr genial von den Taschen her, was da gebaut sind oder gebaut wurden. Eben für die Fernbedienung, fürs Futterboot selber und natürlich auch für das Echolot. Somit ist man eigentlich immer am sicheren Bereich, dass man das Boot auch wirklich gut am See oder zum See bringt und auch wieder gut nach Hause. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was erläutern können in puncto den Futterbooten und wenn es euch interessiert, braucht es eigentlich nur unter panama-futterboote.de im Internet reinschauen. Da gibt es verschiedene Modelle, verschiedene Ausführungen und da wird euch auf jeden Fall auch, wenn ihr Interesse habt an sowas, weitergeholfen. Thank you.
geiles Herbstgold, hat super funktioniert. Mit dem Futterboot, echt, wie schon vorher im Video besprochen, mit der Kanten, genau da ist er gekommen. Und der hat uns jetzt im Morgengrauen überrascht. Die Sonne spielt heute auch mit, perfekt. Richtig geiles Herbstagerl und ein richtig geiler Fisch. Ich habe eine volle Freude.